meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vorab, meine Katze schnurrt hier unten. Zweitens, ich bekomme einen Weisheitszahn gerade. Dementsprechend kann es sein, dass ich mal nuschel, dass ich nicht so laut rede. Und ja, ich wollte euch das einfach mal sagen, weil das tut höllisch weh. Und jeder, der schon mal einen Weisheitszahn bekommen hat, der weiß das, denke ich, auch. So, wir waren gestern bei H&M und auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ich denn schon Umstandsmode kaufen kann und darf. Denn man braucht ja heutzutage eure Genehmigung, um irgendwas hier zu kaufen. Und da haben die meisten gesagt, dass ich das schon machen kann, bevor die Sachen ausverkaufen. Denn ich habe mich in ein paar Shirts verliebt bei H&M. Und bevor es die in ein paar Monaten nicht mehr gibt, habe ich sie jetzt einfach mal mitgenommen. So, ich habe sie gestern alle anprobiert und wir haben XS anprobiert, S anprobiert und ihr seht ja gleich, wofür wir uns entschieden haben und was wir alles mitgenommen haben. Wir haben insgesamt 50 Euro ausgegeben und ich denke, das reicht jetzt auch für die ganze Schwangerschaft. Wenn nicht, dann kann man natürlich immer noch was dazu kaufen. Was wir nicht gekauft haben, sind Hosen, sondern nur Oberteile, und Hosen gibt es dann, wenn es dann soweit ist. Da gab es auch gar keine schönen bei H&M gestern. So, und jetzt wünsche ich erstmal ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen los. Zuerst habe ich gefragt nach diesen Kinderbügeln. Die bekommt man bei uns bei H&M immer geschenkt. Und meine sind alle aufgebraucht für die Babykleidung, die ich schon habe. Beziehungsweise allgemein die Babykleidung. Und deswegen habe ich jetzt hier neue bekommen. Das sind insgesamt 9 Stück. Reicht erstmal wieder, denke ich. So, dann fangen wir mit dem ersten Shirt an. Das ist dieses hier. Oh, das ist voll lang. Das geht auch schön bis über den Popo rüber. Richtig schön. Richtig schönes Langarm-Shirt. Mit so Streifen einfach, also beige und dann mit schwarzen Streifen in Größe S und hat gekostet 15 Euro. Das haben wir in S mitgenommen, weil S und XS richtig eng war und überhaupt nicht angenehm zu tragen. Das war wirklich richtig schrecklich. Die Arme waren sehr dünn und das war alles überhaupt nicht schön. Und in S ist es wirklich richtig schön locker. Und ich dachte mir, da der Bauch ja auch noch wächst, hat man hier auf jeden Fall noch Platz. Denn wenn der Bauch dann da ist. Genau, und das haben wir halt zuerst mitgenommen. Das ist auch ein ganz, ganz weicher Stoff. Hier sieht man, dass das so, ja, so extra so gefranst ist, damit das halt besser passt. Dann, wenn der Bauch da ist. Genau, das gab es zuerst. Habe ich, wie gesagt, den S mitgenommen. Eigentlich trage ich XS bzw. 34. Und die T-Shirts haben wir auch in XS mitgenommen. So, dann das eigentliche Shirt, in das ich mich verliebt habe, das habe ich auch auf Instagram gezeigt, ist dieses hier. Das ist so dunkelblau mit so weißen Punkten. Ist genau das gleiche. Ist nur ein anderer Stoff, aber genau der gleiche Schnitt. Auch in S und für 15 Euro. Und auch das ist einfach richtig schön. Wie gesagt, genau das gleiche. Hat auch wieder dieses Gefranste am Bauch und gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Geht auch wieder schön über den Popo. Richtig, richtig schön. So, und dann haben wir noch ein T-Shirt mitgenommen. Das hat Felix total gut gefallen. Und deswegen muss es natürlich auch mit. Das haben wir allerdings in XS mitgenommen. Das ist einfach so ein T-Shirt, ein dunkelblau mit so Ankern drauf. Sowas mögen ich und Felix ja total gerne. Auch für 15 Euro in XS. Weil da war S einfach viel, viel zu groß. Also da hätte ich auch mit einem richtig dicken 9-Monate-Bauch nicht reingepasst. Und deswegen ist das in XS geworden. Ich finde, die T-Shirts fallen auch immer ein bisschen größer aus. Also die Shirts sind wirklich sehr eng gewesen. Aber das hier ist wirklich richtig schön. Das hier hat auch hier an den Brüsten so, ja, extra nochmal so eine Lasche, damit das dann besser aussieht. Und halt eben auch wieder am Bauch dieses ausgefranste, ja, damit der Bauch dann auch genug Platz hat. Ich finde das richtig schön, das stand mir auch total gut. Und hat einen schönen Ausschnitt.
bestimmt auch gut zum Stillen dann, weil man das einfach so runterzieht und dann, ja. Richtig, richtig schön. So, und das letzte war reduziert und auch das letzte. Aber das fand ich auch richtig, richtig schön. Das ist so hellblau gestreift und weiß. Hat auch wieder hier dieses Ausgefranste am Bauch. Ist hier voll zerknittert. Genau, sieht man auch, dass es auf jeden Fall ein Schwangerschaftsoberteil ist. Und noch kann ich es auch überhaupt nicht anziehen. Der hat hier auch wieder das an der Brust. Das sieht man auch, weil die Streifen da so zusammengehen. Genau, und das war eben von 15 auf 10 Euro reduziert. Auch in XS wieder. Und genau, ist ein etwas anderer Schnitt. Hat hier oben einen sehr weiten Ausschnitt. Und ganz kurze Ärmel, aber ich fand das richtig schön. Das stand mir auch total gut. Und für 10 Euro kann man da auch gar nichts sagen. Wie gesagt, tragen kann ich das alles noch nicht, weil das sieht alles ganz komisch aus ohne Bauch. Und gestern hatte ich auch wirklich gar keinen Bauch. Also gestern habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie nach innen, alles nach hinten, alles abgehauen wieder. Genau, das war es auch. Das war unser Umstandsmodenhaul. Ich glaube, ich komme damit erstmal ganz gut klar. Zwei Shirts, zwei T-Shirts. Und es reicht erstmal. Ich werde mir den Hosen kaufen, wenn es soweit ist. Und auch dann eventuell dickere Pullover, weil es ja über den Winter geht. Aber ich glaube, dass die ganz normalen Pullover, die ich jetzt auch zu Hause habe, dass da auch auf jeden Fall noch ein bisschen Platz ist für den Bauch. Wir probieren das einfach mal. Aber wir haben einfach gedacht, dass das jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Must-Have ist, sozusagen. Und bevor die Sachen ausverkauft sind, ist hier meistens so, haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir sie einfach mal mit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr angefangen habt, ungefähr mit Umstandsmode. Mir wurden da schon verschiedene Meinungen gesagt. Mir gehen, nein, 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 nicht auf meine Klamotten. Meine Katze ist eine super süße. Eine Glückskatze bist du, ne? Eine Maikatze. Eine Mai- und eine Glückskatze. Also, das ist schon selten. Ne, hübsche Maus? Jo. So, meine Lieben, meine Katze möchte hier verwöhnt werden und ich würde das Video hier beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!